Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar 7 Wege, ein SAP-Projekt an die Wand zu fahren. Mein Name ist Dennis Maxwell, Marketing Specialist hier bei der TTS und ich kümmere mich heute um den technischen Teil des Webinars. Bevor ich das Wort jetzt dann gleich übergebe, noch ein paar technische Informationen. Die Dauer des Webinars ist auf circa 45 Minuten angesetzt. Wir werden das Webinar aufzeichnen und diese Aufzeichnung plus der Präsentation erhalten Sie dann im Nachgang. Wir haben alle Leitungen stumm geschalten, um Hintergrundgeräusche zu vermeiden. Fragen können Sie jedoch zu jeder Zeit gerne über das Fragenfenster stellen. Die sammle ich dann und nehmen wir dann mit in die Q&A-Session am Ende des Webinars. Bei technischen Problemen mich gerne anchatten. Und ich schaue dann, dass wir das Problem so schnell wie möglich behoben bekommen. Und das wäre es auch schon zu den Rahmenbedingungen für heute. Und somit übergebe ich dann das Wort jetzt und wünsche eine informative Unterhaltung. Ja, vielen Dank, Dennis. Dann übernehme ich mal und ich hoffe, Sie sehen alle meinen Präsentationsbildschirm mit dem Start. Wir gehen hier mal rein. Es geht darum, 7 Wege, ein SAP-Schulungsprojekt an die Wand zu fahren, auch wenn unser Marketing das ein bisschen zu SAP-Projekt verkürzt hat. Das heißt, alle, die jetzt aus technischer Sicht sich Tipps erwarten, die werden enttäuscht sein, aber ich bitte Sie und euch dann trotzdem dabei zu bleiben. Weil ein Schulungsprojekt scheitert vor allem eben auch an diesen weichen Themen, an den Schulungsthemen, an den Menschen, die nicht mitgenommen werden. Kurz zu uns, das mit dem an die Wand fahren haben wir tatsächlich schon gesehen, mehrfach in verschiedenen Projekten. Wir, das ist zum einen meine liebe Kollegin Alice, vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Sehr gerne. Alice van Dree, 49 Jahre alt, seit 30 Jahren im IT-Trainingsgeschäft, SAP im Schwerpunkt international. Ich habe sehr, sehr viele SAP-Projekte begleitet, international, dabei viel erlebt und gesehen. Ich freue mich ganz herzlich, Sie hier begrüßen zu können. Ich habe gesehen, dass viele Weggefährten dabei sind. Ihr werdet bestimmt gespannt sein, was ich berichte. Klaus und ich haben verdichtet. Wir haben unendlich gesehen, viel gesehen in der Zeit. Und wir werden so ein bisschen eine Essenz daraus vorstellen und dann natürlich später auch für Fragen noch zur Verfügung stehen, wo ihr euch auch gerne einbringen könnt. Ja, mein Name ist Klaus Kräft. Zusammen bringen wir es wirklich auf fast 50 Jahre Erfahrung, vielleicht nicht ganz in dem Business. Aber ich bin schon wirklich auch lange dabei im Beratungsbereich für Schulungskonzeptionen, für pädagogische Fragen. Mein Spezialgebiet ist so ein bisschen diese Anfangsphase. Das heißt, wie gehe ich so ein Projekt an? Ich kalkuliere solche Projekte. Ich mache mit den Kunden Pläne. Ich habe das jetzt schon lange bei TTS gemacht. Ich war auch einige Jahre bei SAP Education in Waldorf, habe eben genau das Gleiche gemacht. Projekte, Schulungskonzepte erstellt und darüber hinaus berate ich auch noch zu Themen wie Skillmanagement und agile Methoden. Ja, wir haben viel gesehen, haben wir gesagt. Vielleicht gehen wir da gleich mal weiter und schauen uns das an. Sieben Punkte haben wir ja, 7 Wege haben wir ja versprochen und entsprechend haben wir auch eben 7 Gliederungspunkte. Der erste und krasseste ist natürlich, Training kann weg. Also der größte Fehler, den man machen kann, ist eigentlich an dieses Thema gar nichts zu denken, die Augen zu verschließen und zu sagen, das brauchen wir und wollen wir nicht. Das gibt natürlich da unterschiedliche Formen der Ignoranz. Es gibt die ganz krasse Ignoranz und sagen, wir machen das überhaupt nicht, die hohe Ignoranz. Wir machen Schulung nicht, brauchen wir nicht. Es wird schon irgendwie gehen. Und die Leute, die helfen sich immer selbst, war schon immer so. Und ich kann es doch auch. Das sind typische Sachen, die man hört. Und ich habe auch wirklich schon eine Projektleiterin getroffen, das ist schon einige Jahre her, die gesagt hat, Herr Kräft, ich weiß, dass es nicht geht, aber bis das rauskommt, bin ich schon wieder weg. Und von daher, ja, es geht, aber dann sollten Sie schauen, dass Sie rechtzeitig wieder weg sind, bevor Ihnen die Sachen auf die Füße fallen. Eine Mittelignoranz haben wir auch, Alice. Ganz oft gehen wir davon aus, dass die Berater das Ganze übernehmen. Ja, funktioniert ganz oft gar nicht, weil die einfach tausend andere Baustellen in diesem Projekt zu lösen haben und auch keine Trainingsexperten sind. Das heißt, ein Berater kann jemand sein, der gut Wissen vermittelt, muss aber nicht. Der ist oft an der technischen Lösung interessiert. Ganz, ganz schlechte Idee ist es, wenn auch nachvollziehbar, aufgrund von Budgetthemen, das einfach massiv zum Implementierungspartner zu drücken, das Thema, dann aber ihm das Geld dafür nicht zu geben. Ne, das heißt, Implementierungspartner nehmen ganz gerne Experten im Bereich Training mit, wenn man ihnen das Budget dafür auch zur Verfügung stellt. Ganz oft ist das gerade in Ausschreibungsphasen der Punkt, der als allererstes gestrichen wird.
So, und dann die Annahme zu treffen, es könnte kostenlos dabei sein, ist einfach nicht realistisch. Also ich glaube, ein Punkt ist auch ganz wichtig, sich mit der Realität auseinanderzusetzen, weil es wird so einiges einfach auf euch und sie zukommen, das wissen wir alle. Eine Sehnsucht ist ganz oft, es möge was Fertiges da sein. Ich weiß nicht, wie oft ich das erlebt habe. Bitte, bitte, ne, ihr habt doch schon tausendmal das gemacht, bestimmt ist was fertig. Ja, natürlich ist da viel Erfahrung, natürlich gibt es Material. Aber es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum das auch oft dann doch individualisiert ist. Darauf gehen wir nachher noch ein. Das heißt, ja, Standardmaterial hier ist hilfreich an gewissen Punkten, auf die wir gleich noch eingehen. Okay, und dann gibt es natürlich die leichte Ignoranz. Wir haben das so ein bisschen gestaffelt hier. Dann planen wir Schulung eben mit ein und die Key-User sollen das dann machen. Man kann Testscripts vielleicht für Schulung verwenden, ist auch nicht ideal, aber irgendwie kriegt man es hin. Manche weigern sich auch, auf Sprachanforderungen einzugehen, französischen Teilnehmenden englische Schulungsunterlagen zu geben. Sie können ja mal ausprobieren, wie das funktioniert und Webinare in Großform. Aber immerhin schon mal dran gedacht. Und wenn Sie ein solches Konzept haben und vielleicht noch ein paar begabte Beraterinnen, Berater, Trainer mit reinnehmen, dann kann das was werden. Insgesamt diese Ignoranz haben wir uns jetzt nicht ausgedacht. Ich habe kürzlich einen LinkedIn-Beitrag veröffentlicht, da hat es ganz viel Resonanz drauf gegeben, fand ich nett. Weil ich ja ganz oft diese Schulungsausschreibung oder nicht Schulungs, die Projektausschreibung kriege ich. Bei SAP noch viel mehr seinerzeit, aber auch bei TTS natürlich haben wir es oft mit Ausschreibungen von großen Implementierungs- und Transformationsprojekten zu tun. Da steht dann über 500 Seiten beschrieben, wie die Prozesse auszusehen haben, die Technik zu implementieren ist. Ganz viele Details und hinten am Ende kommt irgendwie noch ein halber Absatz zum Thema Schulung. Also so gefühlt 1 bis 3% des Textumfangs richtet sich an die Themen, bei denen es um die Anwenderinnen und Anwender geht. Und ja, das zeigt allein schon die Wertschätzung und die Beachtung, auch dieses Thema erfährt. Das sieht man ganz oft in den Ausschreibungsunterlagen. Wer Lust hat, kann ja mal reinschauen, nochmal in den Artikel und seinen Kommentar dazu abgeben. Es gibt jede Menge Zahlen zu dem Thema und ehrlich gesagt, mit den frustrierendsten wollten wir euch nicht konfrontieren, wie viele Projekte scheitern und wieso. Aber was sicherlich ein großes Thema ist, ist die Nutzerakzeptanz. Also ein Drittel der Projekte hat reflektiert, dass die Benutzerakzeptanz einfach das Projekt deutlich negativ beeinflusst hat. Dann die fehlende Veränderungsbereitschaft ist nicht ungewöhnlich, weil Menschen mögen gerne stabile Zustände. 70% des Projektes beschäftigt sich damit, ob Menschen diese Veränderung wirklich annehmen oder nicht. Und auch genau daran scheitern dann die Projekte mit einer Wahrscheinlichkeit von 70%. Und was ich ganz interessant fand, war, weil im Kern, ich kenne das ja, dass die technische Lösung einfach im Kern immer Priorität hat. Das heißt, diese Prozesse abzubilden, wie genau und erstmal der technische Vordergrund da ist. Es gibt aber viele Unternehmen, die dann später reflektieren und sagen, sie hätten im Prinzip die Benutzerfreundlichkeit doch weiter nach vorne stellen sollen. Das ist sicherlich nicht ganz leicht mit SAP, ist auch so. Aber dass sie zugunsten der Benutzerfreundlichkeit eigentlich gerne auf vielleicht das ein oder andere Feature verzichtet hätten, zugunsten der Akzeptanz. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ja, super gerne genommen ist, das machen unsere Key-User. Klaus und ich machen dann ehrlich gesagt immer eins. Wir sagen, super Idee. Lasst uns doch mal gleich am Anfang Train-the-Trainer-Seminar machen, 2 Tage. Das hat sich bewährt, weil das dann gleich mal ein Check gegen die Realität ist. Es gibt tausende von Gründen, warum jemand Key-User ist. Und wir brauchen die unbedingt, die Key-User. Die Key-User sind der Schlüsselfaktor fürs Projekt. Nicht jeder von denen möchte trainieren und schulen und auch mal ganz pragmatisch hat dafür dann noch Zeit. Das heißt, was ganz gut ist, ist am Anfang direkt mal zu checken, ist das eine realistische Einschätzung? Und wenn man die Key-User 2 Tage in ein Train-the-Trainer-Seminar packt, dann stellt man ganz oft fest, dass die Hälfte der Leute die Hand heben und sagen, ich kann nicht, ich will nicht, ich schaff's nicht. So, und dann kann man einfach schon mal ganz anders beginnen. Es hilft ja nichts, mit unrealistischen Annahmen zu beginnen. Die fallen einem später auf die Füße. Was wir halt ganz oft beobachten, ist, dass im Laufe des Projektes alle möglichen Ressourcen und Möglichkeiten nachgesteppt werden. Einfach, weil man erkennt, ah nee, klappt doch nicht, haben wir falsch eingeschätzt. Und man kann das einfach, ich sag mal, viel besser aufsetzen, wenn man von vornherein anders plant. Ich habe sehr, sehr gute Projektleiter erlebt und einige davon über die Zeit. Die haben grundsätzlich mit 1,2 FTE oder 0,75 gearbeitet. Das heißt, die sind per se davon ausgegangen, dass ein Key-User nicht mit voller Stelle geplant wird, sondern nur mit einer Teilzeitstelle.
Und das Training haben in der Regel aus 1000 guten Gründen dann andere gemacht. Auf die gehen wir gleich noch ein. Die Kioser haben natürlich immer unterstützt. Sie waren auch dabei für bestimmte Fragen. Das ist aber eine ganz andere Rolle. Okay, Moment. Vielleicht noch als Ergänzung, was man auch unterschätzt im Sinne eines Change Managements. Key-User werden systematisch überlastet. Alice hat es ja gerade schon angesprochen. Und überlastete Menschen, Menschen, die wirklich nicht mehr können und nicht mehr wollen, wie werden die wohl kommunizieren bei ihren Teams, wenn sie wieder zurück in an ihren Arbeitsplatz gehen? Das heißt, welche Außenwirkung entfaltet dieses Projekt, wenn die Leute von den Key-Usern, die entsprechend behandelt werden, dann. Ich habe meine Nachricht nicht ausgeschaltet. Wenn die Leute dann gefragt werden, wie dieses Projekt so ist. Und natürlich auch die fachliche Kompetenz. Man braucht ja auch viele Details, viele, soll ich sagen, wenn man digitale Lernmaterialien baut oder so, viele Kompetenzen, die Key-User schlicht nicht haben können, wie zum Beispiel ein WBT-Board. Trotzdem ist unser Appell nicht, keine Key-User einzusetzen, sondern diese Key-User am besten mit externen zu ergänzen. Das heißt, gemischte Teams, beide haben ihre Vorteile. Hier haben wir mal kurz gegenübergestellt, wir können nicht alles im Detail besprechen. Sie kriegen ja die Folien nachher noch im Nachgang. Aber es ist einfach wichtig, auch Key-User zu haben, auch in der Schulung zu haben, auch solche, die das Wissen dann weiter bewahren im Unternehmen. Das ist klar. Key-User sind auch die, die die Sprache der Organisation sprechen, die die Prozesse kennen. Aber die externen, die sind nicht umsonst Expertinnen und Experten für Trainingsthemen. Das heißt, die können Schulungsvorbereitung, die wissen, wie man Unterlagen baut, die wissen, wie man trainiert. Und ein Punkt, der oft vergessen wird, das habe ich oft erlebt in Schulungen. Key-User tun sich schwer, wenn sie von einer Gruppe von Managerinnen und Managern sitzen, die ihnen übergeordnet sind. Das heißt, bockige Manager, die jetzt keine Lust haben auf die Schulung, die das Projekt ablehnen, werden in der Regel die Key-User als Trainer in Diskussionen vermitteln, die kein Mensch braucht und die nicht voranbringen. Ein externer Trainer kann sich in die Schulung stellen und sagen, ja, weiß ich nicht, was vorher war, aber jetzt ist so und das müssen wir halt nun mal lernen. Das ist mein Auftrag. Keine Chance für Diskussion und es geht voran. Also gerade für die Zielgruppe der Managerinnen und Manager, gerade wenn er in der Stakeholder-Analyse rauskriegt, dass die halt wahrscheinlich eher schlechter zum Projekt stehen, sollte man externe nehmen. Ja, ein paar Verfahren, die sich bewährt haben aus unserer Sicht. Man kann sehr schön mit Tandem-Schulungen arbeiten. Das kostet natürlich ein bisschen mehr Geld. Man braucht nicht durchgehend Tandem zu schulen. Man kann die ersten Schulungen vielleicht gemeinsam machen. Da kann man das Fachwissen der Unternehmung und das Prozesswissen der Key-User mit der Professionalität der externen Trainerinnen und Trainer mischen. Und mit der Zeit fadet man quasi eine von beiden Seiten aus. Entweder sagt der Key-User dann, ich fühle mich so wohl im Training, ich brauche keinen externen Trainer mehr. Oder der Externe ist so gut eingearbeitet, dass er sagt, ich brauche das Fach-Know-how des Key-Users für die spezifischen Sachen gar nicht mehr. Ich hole euch nur noch am Ende dazu oder irgendwann auch gar nicht mehr. Die Frage ist oft, wie geht denn der Wissenstransfer? Das heißt, wenn ich externe Trainer habe, die wissen doch gar nicht, wie meine Prozesse laufen. Unterschätzen Sie mal die externen Trainer nicht. Das sind auch Leute, die wie Alice und ich, und vielleicht sind ein paar hier auch bei den Teilnehmerinnen dabei, die auch 20 Jahre Erfahrung haben, die schon ganz viele Unternehmen Prozesse gesehen haben. Jedes Unternehmen denkt, boah, unsere Prozesse sind sowas von besonders und das kann überhaupt gar niemand wissen. In der Regel sind die extrem schnell eingearbeitet. Und wir haben so Verfahren entwickelt, um das zu beschleunigen. Man kann zum Beispiel virtuelle Sessions machen, so wie wir hier zusammensitzen, das aufzeichnen und dabei noch so ein Recording-Autoren-Tool mitlaufen lassen und den Prozess recorden und das Fachgespräch recorden. Und mit dieser Basis kann ein externer Trainer schon wunderbare Unterlagen. Was ich auch noch wichtig finde, ist, also wenn man ein Projekt auf jeden Fall vor die Wand fahren kann, ist, sorgen wir dafür, dass möglichst viel Abstand zwischen den beteiligten Parteien sind. Gerne gesehen zwischen Trainern, Change Manager und Beratern. Ein gutes Projekt läuft so, dass die Trainer relativ früh in den Workstream-Meetings mit drin sitzen. Die begleiten auch die Tests mit und die sind da auch wirklich hilfreich und auch mal ganz pragmatisch. Sie werden sie zu diesem Zeitpunkt brauchen als Unterstützung, weil die können da alles Mögliche mit unterstützen. Gerade auch, ich sag mal, was Dokumentationsthemen angeht, die ja auch, ich sag mal, in Trainingsunterlagensthemen wieder sich münden. Wirklich diese Vernetzung der Berater, der eigenen Leute mit den Trainern frühzeitig, das hat sich total bewährt. Was ich ganz, ganz oft auch erlebt habe, ist, dass Change Manager später dazu stoßen. Es gibt da so eine interessante Zahl von 17% der Projekte rechnen überhaupt irgendwie einen Change Manager ein.
Das ist auch der Klassiker, dass manchmal sogar die Trainer von den Change Managern da sind. Aber was ich wirklich wichtig finde, ist frühzeitig die Trainer mit den Beratern auch in den Workstream-Meetings zu vernetzen. Das wird eine ganze Menge mehr Mehrwert bringen. Oft steht dem das Argument der Kosten entgegen, hat sich aber nicht gezeigt, weil faktisch gesehen spart man das Geld ein durch den Nutzen, den man später hat. Beziehungsweise wenn man das nicht so macht, dann zahlt man später exorbitant drauf. Und hier nochmal eine Kennzahl ganz unten rechts in der Ecke. Nach unserem Erfahrungswert, wenn man externe Trainerinnen und Trainer einsetzt, ist so die Aufgabenverteilung 1 zu 10. Das heißt, für 10 Tage, und das ist ungefähr der Zeitraum, den man braucht, um einen komplett neuen Schulungstag inklusive aller Nebenleistungen wie Datenanlage und Übungshandbuch und so weiter zu bauen, für 10 Tage externe braucht es ungefähr einen Tag eines internen Kollegen für die Themen Wissenstransfer, Freigabe, Anleitung, Materialübergabe und so weiter. Also das ist ein Faktor 1 zu 10, ganz grob. Wenn Sie für 10 Tage externe Trainer haben, haben Sie einen Tag in etwa internen Aufwand. Aber das hängt natürlich davon ab, um was es ganz konkret geht, welcher Fachbereich, welches Thema. User Adoption, Alice. Nein, ich weiß nicht, Klaus, wenn man sich ein Auto kauft, liest du die Bedienungsanleitung? Du bist jemand, der das macht, glaube ich, ne? Oder doch? Ne, Ja, aber Fahrstunden. ich schlage nur mal nach, gelegentlich. Aber ich will schon immer die Knöpfe kennenlernen im neuen Auto. Das werden aber immer mehr. Ja. Also Fahrstunden haben wir auf jeden Fall alle gemacht und das ist wirklich was, das erschließt sich uns nicht nach all diesen Projekten, die wir gesehen haben. Wenn man eine Software einführt, ist doch klar, dass man möchte, dass die auch vernünftig benutzt wird. So, und deswegen ist User Adoption so wichtig und deswegen braucht es auch die Unterstützung des gesamten Unternehmens mit dem Wissen. Zum Schluss soll es maximal gut angewendet werden, weil ansonsten schlägt es alles irgendwo im Support oder bei den Kiosern auf, mal abgesehen davon, von den ganzen Super-GAUs, die ich schon erlebt habe in der Zeit, wo dann Inventur gemacht werden musste, wo Waren nicht mehr rausging, wo Rechnung nicht mehr rausging. Das sind keine Mythen, das passiert regelmäßig. Also bitte, bitte, bitte auch Fahrstunden nehmen. Ja, und wir haben jetzt hier ein Bild einer typischen Veränderungskurve, die Menschen mitmachen. Also das heißt, es stößt ja nicht auf Begeisterung, sondern wir haben ja Nee, hier. das muss man einfach wissen. Wir haben es hier mit Menschen zu tun. Auch wenn Technik ein großes Thema ist, auch wenn Prozesse ein großes Thema sind. Und es ist einfach, ich sage das immer, es ist ein Erkenntnisprozessprojekt. Am Anfang weiß niemand, was auf ihn zukommt. Weil natürlich gibt es Erfahrung, aber natürlich ist jedes Unternehmen doch auch ein bisschen individuell, vor allem in der Frage, wie die Prozesse dort gut oder schlecht laufen. Das entdeckt man dann in so einem Projekt, weil ich mit der IT eigentlich dann mein Unternehmen abbilde und somit, ich sag mal, alle Themen anpacke. Gerade bei S4 ist das so, vielleicht einfach ein Erfahrungswert. Ich begleite SAP-Schulungsprojekte oder überhaupt SAP-Projekte jetzt schon seit R3 über ECC 6.0 rüber zu S4. Eine Go-Live-Verschiebung war an sich normal. Bei S4-Projekten ist eine Go-Live-Verschiebung per se normal. Es können aber zwei, drei oder vier sein. Das heißt, auch da macht es Sinn, sich frühzeitig mit der Realität auseinanderzusetzen und vielleicht auch A, Budget einzuplanen und B, auch emotional das Thema mitzunehmen. Okay, wir werden Erkenntnisse haben und es wird nicht alles sofort funktionieren. Es werden Dinge aufpoppen und diese Dinge werden auf uns zukommen. Und in diesen ganzen Prozessen habe ich den Mensch. Und wenn man dann eben auf dieses Veränderungsthema guckt, dann muss man einfach wissen, man geht von einem stabilen Zustand in den nächsten und dazwischen ist Chaos. Hat Herr Kruse eigentlich schöne Videos gemacht, Professor Kruse. Bedeutet, dazwischen muss ich auch die Menschen begleiten durch den Prozess, weil die mögen die Veränderungen nicht. Sie müssen sich einfach klar machen oder ihr müsst euch klar machen, jedes Mal, wenn wir so ein SAP-Projekt begleiten, was natürlich dann, ich sag mal, auch eine gewisse Dynamik hat, die denken jedes Mal, hoffentlich überlebt das Unternehmen das und hoffentlich bleibt mein Arbeitsplatz. Und das müsst ihr einfach berücksichtigen, dass die Menschen durch alle möglichen Ängste gehen und durch diese Kurve. Man kann das auch nicht abkürzen und man kann es nicht ignorieren. Also man kann es ignorieren, man kriegt die Themen aber trotzdem auf den Zettel. Einfach sich damit auseinandersetzen. Ich muss die Menschen mitnehmen, auch schon in der Kommunikation. Was passiert da? Wir werden jetzt von einem stabilen Zustand in den anderen gehen und dazwischen wird es zwischendurch Chaos geben. Das ist okay. Es wird vielleicht auch eine Verschiebung geben. Es wird nicht alles nach Plan laufen. Das ist okay. Genau diesen Prozess durchlaufen wir jetzt. Kommunikation ist extrem wichtig in solchen Projekten. Okay, und wir haben also bei TTS einen sehr komplexen, ausgefeilten Ansatz zur User Adoption entwickelt, der sehr viele Dinge berücksichtigt. Das hat sehr viel eben mit dem klassischen Change Management zu tun, aber vor allem geht es uns um die Verschränkung von Schulung und Change.
Das heißt, man kann es eigentlich nicht gesondert denken, sondern beides sind wichtig und beide sollten vor allem ineinander greifen. Und für uns ist das Modell wie hier, dass wir sagen, okay, wir haben eine Change Fitness, die wir herstellen wollen. Also das heißt, diese Veränderungsbereitschaft herstellen. Wir müssen die Leute bei den neuen Prozessen mitnehmen oder mitnehmen ist vielleicht das Falsche. Sie müssen die neuen Prozesse lernen und leben und sie müssen auch das System bedienen. Und genau nur mit diesem Dreiklang hat ein Schulungsprojekt Erfolg. Wie Alice gerade schon ausgeführt hat, wenn man das nicht berücksichtigt und einfach nur Schulungsmaterial hinknallt, ohne Erklärung, ohne Erläuterung, ohne Kommunikation, wird es nichts werden. Und das sollte man auch nicht nur am Anfang mal machen mit irgendwelchen Kommunikationsmaßnahmen. Der Vorstand hält mal eine tolle Rede oder sowas und da hängen ein paar Poster, sondern es muss so sein und im Interesse des Projektes und der Organisation, dass diese User Adoption trägt, dass sie also dauerhaft implementiert wird, um genau diesen Mehrwert zu bringen, den wir ja alle wollen. Wenn wir so ein System einführen, machen wir es nicht, weil SAP so schön blinkt oder aussieht, sondern das soll ja quasi einen Mehrwert für die Organisation bringen. Und nur wenn die Anwenderinnen und Anwender das dauerhaft unterstützen und diesen User-Adoption-Prozess leben, dann wird es ja was. Also nicht nur am Anfang, sondern wirklich, das System soll wie vorgesehen eingesetzt werden und die Unternehmensstrategie und die Prozesse sollen wie gewünscht unterstützt werden. Dann ist es erfolgreich. Und es ist Kommen wir zu vielleicht da Punkt auch, 4. Entschuldigung. ach so, ich würde noch aus der Ne? Praxis mal was sagen. Das läuft nicht so nach Plan. Das hat eine Dynamik, das Projekt so. Und das bedeutet, ich muss mich damit auseinandersetzen, dass ich mir im Vorfeld überlege, okay, wann ist was hilfreich? Und dann muss ich in der Lage sein, flexibel zu agieren. Was natürlich ein Klassiker ist, und das werden viele Kollegen hier bestätigen, die mit mir diese Projekte begleitet haben, es ist nie was nach Plan fertig, weil die Prozesse einfach dann manchmal doch früher, später anders fertig werden. Die Prioritäten werden verschoben, zu Recht, aus guten Gründen. Das heißt, man muss sich auch Gedanken machen, wann konfrontiere ich den Anwender mit was genau? Und es gibt da verschiedenste Dinge, ne? Es gibt wundervolle E-Learnings, es gibt tolle Vor-Ort-Trainings, es gibt Trainings für Menschen mit Handicaps, ganz wichtig, das zu berücksichtigen. Es gibt aber auch manchmal, ne, Plakate, Klickanleitungen. Es gibt so viele Möglichkeiten, diese Themen zu begleiten, damit die Menschen eine echte Chance haben, das System zu bedienen. Es ist aber wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wann mache ich was und was mache ich, wenn es nicht so läuft, wie es geplant ist. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil nämlich nie irgendwas nach Plan läuft in diesen Projekten, dass ich zum Schluss auch noch eine Möglichkeit habe, direkt in dem Moment, wo der Mensch vor dem System sitzt und vielleicht die Dinge nicht im Zugriff hat, aus was für Gründen auch immer, dann nochmal eine Hilfe zu bekommen. Und das finde ich ganz wichtig. Wir sind hier sehr stolz auf die Möglichkeit, die wir geschaffen haben, das zu unterstützen. Ich will aber keine Vertriebsveranstaltung machen. Es ist wichtig, dass Sie sich mit dem Thema beschäftigen, diese Unterstützung auch zu gewährleisten, in welcher Form auch immer, in dem Moment, Moment of Need, Das haben wo wir ja dann wirklich das nachher Wissen noch gebraucht bei wird. dem. Genau. Habe ich dem Klaus jetzt den Vortrag ein bisschen verschoben? Nein, nein, wir haben ja das Thema Nachhaltigkeit gleich noch. Aber erstmal Punkt 4 nochmal was anderes. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, das Thema Standard. Standard in zwei Richtungen. Einmal behaupten ganz viele Unternehmen, wir machen Standardprozesse. Also wir bleiben ganz nah am Standard. Jetzt mit S4, was uns nie gelungen ist, aber jetzt. Die SAP hat gesagt, das geht, oder unser Beratungshaus hat gesagt, das geht. Glauben Sie das nicht? Ihre Organisation ist ein Stück weit anders als die nächste Organisation und Standardschulungsunterlagen tun es in der Regel nicht. Sie können Ihre Prozesse nicht abbilden und die arbeiten mit anderen Stamm- und Bewegungsdaten als Ihre Organisation. Ich weiß, es gibt Hersteller, die sagen, wir bringen gleich ein paar Schulungsunterlagen mit. Aber oft sind die auch in englischer Sprache. Das heißt, diese Standardmaterialien sind ganz oft nur in Englisch, wenn man so ein Standardvideo angeguckt hat. Und wenn man jetzt an Schulungen, zum Beispiel in Waldorf, denkt, die sind wirklich gut, aber die richten sich in der Regel an technisch vorgebildete, also an erfahrene Berater. Die Zielgruppe ist da oft das Projektteam oder sind die Berater. Da kann man Beraterzertifizierung erwerben. Aber für die Anwender ist das, was man dort hat, eher nicht gedacht. Also es gibt über Partner dann auch Programme dafür, aber nicht diese Standardschulung. Außerdem wäre das auch ökonomisch gar nicht so sinnvoll. Und stellen Sie sich einfach die Frage, verstehen Ihre Anwenderinnen eine Schulung, bei der vollständig andere Produkte in einer anderen Industrie, in einem fiktiven Unternehmen abgebildet werden? Können Sie solchen Schulungen in englischer Sprache folgen? Sind Ihre Anwender an technischen Details wie Customizing oder Datenbanktabellen interessiert? Falls nicht, sollten Sie andere Schulungen machen. Unsere Erfahrung ist einfach, machen Sie die Schulung spezifisch und nehmen Sie sich die Zeit dafür. So, ups,
Hier nochmal der Also es Hinweis gibt, auf die technischen Berater. Entschuldigung, Alice. genau, es gibt da auch zwei Ebenen, ganz wichtig, Endanwender und Key-User, Projektteam. Projektteam, Key-User sollten im Vorfeld Wissen aufbauen und da macht Standard Sinn, weil die müssen deutlich über das, was jetzt passiert, hinausdenken können. Um mit den Beratern adäquat arbeiten zu können, müssen sie eben die Möglichkeiten kennen von SAP. So, sie müssen Entscheidungen mit voranbringen können. Bei den Endanwendern ist es anders. Die Endanwender werden stark verunsichert durch erwartete Transferleistungen, weil die sind sowieso schon im Stress mit dem Projekt. Die wollen ganz genau wissen, wie kann ich meinen Arbeitsvorgang wieder in den Griff kriegen. Ne, das ist deren größte Sorge, ist, dass sie nicht mehr arbeitsfähig sind. Für die ist es nicht so hilfreich, wenn man Standardschulung macht. Das kann man im Bereich SAP-Überblick, kann man das noch machen, aber danach muss man spezifischer werden. Aber ganz wichtig, Key-User und Projektteam sollten frühzeitig umfassend geschult werden, damit sie in der Lage sind, das Projekt ordentlich mit aufzusetzen und zu begleiten. Was ich ganz oft erlebt habe, ist, dass das Wissen im Unternehmen nicht vorhanden war und das war ganz schlecht. Weil dann sind sie komplett abhängig von externen Partnern, die an sich einen guten Job machen, die aber auch nicht wissen, was sie brauchen. Die versuchen das mit ihnen rauszufinden oder mit euch. So, und besser ist, wenn man selber vorher schon mal ein bisschen Ahnung hat und dann mitreden kann und sich dann zusammen, ich sag mal, fachlich der besten Lösung nähern kann. Okay, kommen wir zum Punkt 5, Tools für Schulungen. Und die Argumente, die man oft hört, ja, wir sind ja sowieso schon so herausgefordert durch die Einführung einer neuen großen Software, die SAP nun mal ist, und einer sehr komplexen Software. Wir können nicht noch weitere Tools jetzt parallel nur für ein Schulungsprojekt anschaffen. Und alle, die das so sagen, den rate ich mal, Screenshots zu machen und in PowerPoint einzufügen oder in Word und versuchen, das auch sauber zu machen und dass die Dateigröße passt und dass es nicht verruckelt und dass es einheitlich aussieht und, und. Ich weiß nicht, Alice, hast du da auch schon Erfahrung Ja, mitgemacht mit solchen Projekten? gut kann man machen. Ne? Es gibt diese, ich sag das mal, wie es ist, Quick and Dirty Projekte. Keine Ahnung, wir wollen in 3 Monaten live gehen, hilft nichts. Irgendwie so ist es jetzt. Dann macht man PowerPoint Word. Dann muss man aber einfach wissen, okay, ich tue das für den Moment. Ne? Und danach kann ich das eigentlich in die Tonne kloppen. Solche Projekte gibt's. Man kann auf die Art und Weise erfolgreich Ziele erreichen für einen Moment. Das kann auch mal eine Begründung haben, dass man das so macht. Aber spätestens, wenn man mehrere Rollouts hat, wenn man verschiedene Sprachen hat, dann macht es keinen Sinn mehr, weil dann verzweifelt man daran, dass man alles wieder neu anpacken muss. Deswegen lohnt sich es auf jeden Fall. Ich meine, Dokumentation ist ja sowieso ein Thema mittlerweile, an dem eigentlich keiner mehr vorbeikommt. Also sollte man sich so leicht wie möglich machen. So, und spätestens, wenn ich was wiederverwenden will und muss, dann macht es total Sinn, sich damit zu beschäftigen, weil sonst wird man ehrlich gesagt irre und hat später auch gar nicht mehr die Zeit. Und dann läuft es einem sozusagen in den Rücken und wird zum Showstopper. Ich habe sehr, sehr viele Trainingsprojekte erlebt, wo es hieß, oh, die Unterlagen sind nicht fertig, wir können nicht schulen. Und dann wurde das Projekt auf Rot gesetzt. Das hatte viele verschiedene Hintergründe, nicht weil Menschen nicht in der Lage waren, Schulungsunterlagen fertig zu machen, aber es ist ein wichtiger Punkt, wo man hingucken sollte, wie man sich das leichter macht, schneller macht und dass man es auch dann wirklich auch wieder ändern kann. Also Änderungsmanagement ist ein großes Thema. Also die wirkliche Arbeit kommt dann erst und man sieht, dass es unpraktisch ist, wenn man dann tatsächlich versucht, Dinge zu ändern oder zu übersetzen. Und ein weiterer Mehrwert mit einem professionellen Tool, es ist ja heute nicht mehr so, dass man quasi riesige Handbücher ausdruckt, die dann irgendwie gelesen werden. Das macht ja heute keiner mehr, sondern wichtig sind ja auch digitale Varianten, digitale Formate, die sich sehr leicht konsumieren lassen. Das sind Simulationen, Kurzanweisungen und so weiter. Und bei einem professionellen Autorenwerkzeug fallen solche automatisch mit hinten raus, sage ich mal. Man recordet quasi Abläufe im System, drückt auf den Knopf und hat eine Dokumentation und eine Kurzanweisung und eine Simulation. Und noch ein weiterer Punkt neben der ganzen Thematik der Unterlagen ist die Trainingsorganisation. Ich habe viele Projekte erlebt und es geht auch. Man kann durchaus ein Einladungsmanagement mit einem Excel machen oder überhaupt ein Veranstaltungsmanagement. Aber, und da gilt das Gleiche, was Alice vorhin gesagt hat, das ist nur für den Moment mal. Man hat natürlich keinerlei Chance oder nur mit sehr viel Aufwand ist es möglich, das dann wirklich in die normalen Strukturen und Prozesse einer Weiterbildungsorganisation zu bringen. Das heißt, was ist denn damit?
kommt es in die Lernhistorie, wie gehen wir denn mit Absagen um und so weiter. Normalerweise gibt es in den Unternehmen heutzutage, das war früher anders, als ich angefangen habe mit den SAP-Projekten, gibt es in fast jeder Organisation professionelles Learning-Management-System. Und da ist natürlich die dringende Empfehlung, dieses dann auch einfach entsprechend zu nutzen. Das muss nicht für jede Kurzschulung sein, aber für die klassische Ausbildung schon. Und dann haben wir nochmal das Thema des Alista, das ich vorhin kurz gestoppt, schon mal angesprochen habe. Schön ist es natürlich auch, wenn man Werkzeuge hat, die einem direkt in der Anwendung dann Unterstützung anbieten. Also wirklich einen Zugang dazu. Weil egal, was ich mache bei Unterlagen, ist ja die Frage, wie findet denn der Anwender, die Anwenderin diese Unterlage dann nach der Schulung, aber vor allem später, wenn es ernst wird? Wo ist es dann? Und bis ich dann anfange, SharePoints zu durchwühlen oder Suchanfragen zu starten und 33 Versionen von 5 Jahren vorher finde, sollte man doch was anderes machen. Und zusammengefasst, was wir denken, was gut ist, was wichtig ist für ein Projekt, ist als allererstes mal ein Autorenwerkzeug mit Recording-Funktion. Das heißt, alle, die es nicht kennen, wissen, was das ist. Man hat quasi so einen eingebauten Recorder, drückt auf den Knopf, bedient dann SAP und am Ende wird genau das, was man getan hat, als Unterlage ausgespuckt. Da gibt es mehrere Anbieter. Wir haben auch ein solches Werkzeug, aber es gibt auch andere, die sowas machen. Man kann damit auch in der Regel sehr schön übersetzen und auch vor allem der Mehrwert schneller etwas anpassen. Dann ein Learning-Management-System. Da haben wir die genannten Funktionen in Lernhistorie, Nachweise, also alle, die ihr Projekt irgendwie reporten sollen, wollen, die Kennzahlen brauchen, die brauchen das sowieso, weil nur dann habe ich ja Zahlen, wie viele Leute haben Schulungen besucht und so weiter. Da brauche ich ein zentrales System dafür. Dann die Digital Adoption Plattform. Das hieß auch mal Electronic Performance Support. Was wir damit meinen, das ist eher der modernere Begriff Digital Adoption, weil es eben mit dem Gedanken zusammenhängt, Menschen mit neuer Software vertraut zu machen und die Annahme zu beschleunigen. Ich zeige gleich nochmal ein Bild, wie man sich das vorstellen kann. Die Unterstützung direkt am Arbeitsplatz sorgt natürlich extrem auch für die Entlastung des Helpdesks und für ein späteres einfaches Onboarding von Mitarbeitern. Was auch schön ist, ist eine zentrale Dokumentationsablage, ein System, in dem man alles zusammenfasst. Und so wie wir heute uns hier zusammentreffen, ist natürlich diese Schulung auch heutzutage über Online-Formate die eher gängigere Form. Das heißt, ganz viel Schulung wird heute online gemacht, nicht mehr im Classroom, auch weil die Teams so verteilt sind. Brauchst natürlich auch Teams dafür. Oder wenn man noch Präsenz schult, braucht es natürlich auch die entsprechenden Schulungsräume. Hier nochmal ganz kurzer Screenshot oder eine kurze Folie hier. Wie sieht dieses Digital Adoption Plattform aus? Beziehungsweise was sieht der Anwender davon? Dahinter steckt dann mehr mit Verwaltung und Erstellung. Aber die Anwendersicht ist, ich habe direkt in einer Anwendung in SAP ein Symbol, drücke auf einen Knopf und kriege die passenden Materialien, die genau an dieser Stelle passen, hier angeboten. Kommen wir zum sechsten Punkt, die Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit ist etwas, was aus Investitionsentscheidungen eigentlich für jeden Manager, für jeden Entscheider, jede Managerin wichtig sein sollte. Schulungsprojekte, so wie wir sie empfehlen, und ein paar Punkte haben wir jetzt schon gehört, wir empfehlen Tools, wir empfehlen externe Trainerinnen, Trainer, wir empfehlen die Sache sorgfältig und richtig zu machen. Natürlich kostet das Geld, das ist nicht billig. Und wenn man schon so viel Geld investiert, sollte das eine Investition in ein dauerhaftes Angebot sein. Nachhaltigkeit ist daher etwas, was tatsächlich wirtschaftlich extrem sinnvoll ist. Und als erstes sollte man sich fragen, wenn man Schulungsmaterial baut, sollte man das nicht gleich bauen, um es nachhaltig nutzen zu können? Und dann ist es aber eigentlich kein Schulungsmaterial mehr, weil es ja nicht für die Schulung da ist, sondern dann ist es eigentlich eine Art Anwenderdokumentation. Und das fragen wir in unserem Konzeptionsworkshop unsere Kundinnen und Kunden ganz oft. Wollt ihr eigentlich eine Anwenderdokumentation bauen oder nicht? Natürlich ist es sehr ähnlich. Man kann viele Dinge doppelt verwenden. Ich kann eine Anwenderdokumentation als Handout in der Schulung verwenden. Und alle, die bei Anwenderdokumentation an dröge Handbücher denken, Anwenderdokumentation ist heute durchaus digital und auch in Kurzform. Mit den genannten Werkzeugen lassen sich die Dinge dann eben auch als kurze Simulation, als Kurzanweisung, als Hilfe in der Anwendung und so weiter aufbauen. Das muss kein Handbuch mehr sein, sollte es auch gar nicht sein. Oder wenn man ein Handbuch baut, dann wirklich bitte in kleinen Modulen, weil kein Mensch liest 100 Seiten durch, weil es im Moment ein Problem gibt, das sich lösen muss, sondern dann sollte man alle Inhalte, wenn man schon PDFs oder sowas macht, in kleine Module schneiden.
Also da gibt es viele Dinge, es gibt sehr viele Überschneidungen. Wenn man es richtig macht und wenn man die richtigen Konzepte hat, hat man gar nicht so viel Mehraufwand und wir empfehlen dringend eine Dauerhaftigkeit des Lernmaterials. Und da kommt die gleiche Folie jetzt wieder. Das natürlich dann seine größte Wirkung entfaltet, wenn man es direkt am Arbeitsplatz im Zugriff hat. Und das ist das, was wir unter Themen Nachhaltigkeit empfehlen. Das geht natürlich noch ein Stück weiter. Was wir hier nicht machen, nicht gemacht haben, ist noch Slides. Wir haben es vorhin gesehen, User Adoption nachhaltig leben. Also diese ganzen Verfahren, diese ganzen Dinge, die man konzeptionell aufgebaut hat, zum Schulungsprojekt weiter zu nutzen fürs nächste Schulungsprojekt. Wenn man sich eine Trainerorganisation aufgebaut hat, wenn man eine Kommunikationsstrategie hat für so ein Projekt, dann sollte man das einfach als Baukasten, wie soll ich sagen, als Baukasten ablegen, als Empfehlung und beim nächsten Mal wieder verwenden. Nicht alles immer wieder neu machen. Das nächste SAP-Projekt kommt bestimmt und vieles von dem, was wir hier machen, passt auch für Office-Projekte oder für das CRM-Projekt oder für was immer für Projekte Sie im Software-Kontext haben. Weil im Kern geht es ja nicht darum, dass wir eine Software einführen, sondern wir haben eine Transformation, wir haben eine Veränderung in der Organisation und die müssen wir unterstützen. Durch Schulung, durch Change, durch verschiedene Sachen. Wir haben noch, Alice, du wolltest schon ansetzen, ich habe es gehört. Also ganz wichtig, also wenn man es wirklich vor die Wand fahren will, Management schön weit weg vom Projekt halten, wäre eine ganz gute Idee. Da sind ein Haufen Menschen, die gehen durch einen Veränderungsprozess, um das nochmal zurückzuholen, das Bild von einem stabilen Zustand in den nächsten, dazwischen ist Chaos. Nicht für alle, ne? Die Implementierungsberater wissen schon, was sie tun, also für die ist nicht per se Chaos, die haben einen Plan. Aber für viele Beteiligte ist zwischendurch Chaos. So bedeutet, es ist extrem wichtig, dass das Management diesen Prozess auch mitbegleitet, dass da entsprechendes Commitment ist und dass die Belegschaft das auch sieht. Das hat was mit Führung zu tun. Die viele, die mich kennen, wissen, dass ich viel mit Pferden arbeite. Ein Pferd geht nicht durch eine schwierige Situation, wenn ich selber Angst habe. Das Management muss präsent sein, es muss da sein, es muss Vertrauen ausstrahlen, Sicherheit. Ja, es ist gerade instabil, aber wir werden das meistern, wir kriegen das hin, wir sind bei euch, wir lassen euch nicht alleine. Ganz wichtig. Was halt auch auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass das Management diesen Prozess halt kontinuierlich mitbegleitet, weil SAP ist nicht per se eine intuitive Software. Das wissen viele Menschen, die hier mit im Call sind, die das jeden Tag ma machen. Es ist aber eine der wichtigsten Softwarelösungen auf dieser Welt. Es hat eine ganz, ganz starke Durchdringung. Das heißt, es ist nicht eine Frage von Intuitivität. Es ist eine Frage von, spiele ich mit auf dem Markt? Bin ich Lieferant? Bin ich Kunde? Bin ich vernetzt? Habe ich Partner? Kann ich überhaupt arbeiten? Das heißt, SAP hat sich zu Recht weltweit etabliert, hat eine starke Durchdringung. Wenn man eben tätig sein möchte auf diesem Weltmarkt, dann ist SAP eine sehr gute Lösung. Und das muss man einfach mitbegleiten, weil es gibt sicherlich heute, darf man sich auch nicht vertun, auch gerade bei den jüngeren Kollegen und Kolleginnen, gibt es intuitivere Softwaren und die sagen dann vielleicht zu Recht so, oh, das ist aber unangenehm oder sperrig, wieder auch immer. Das braucht Begleitung, es braucht Unterstützung, es braucht Kommunikation. Weil dann gehen die Leute das auch mit. Okay. Und alle, die mich kennen, wissen, dass ich gelegentlich auch mal einen Blick auf die Wissenschaft werfe und hier ein Modell, das ich schon länger kenne, das ich sehr passend finde und das tatsächlich auch eines der am besten erforschten Modelle ist für die Einführung neuer Technologien. Ist auch schon ein Stück alt, das heißt Technology Acceptance Modell oder TAM-Modell. Dieses Modell, ich glaube seit den 80er oder noch vorher ist das schon, es ist immer wieder überarbeitet worden, aber grundsätzlich hat man herausgefunden, dass zwei zentrale Faktoren die Nutzungsentscheidung massiv beeinflussen. Das sind die Hauptfaktoren. Das sieht man hier, Perceived Usefulness und Perceived Ease of Use. Das heißt also der wahrgenommene Nutzen von einer Software, einer Technik, einer Veränderung und die wahrgenommene einfache Bedienbarkeit. Wenn wir jetzt ehrlich sind, ist das Zweite, die wahrgenommene einfache Bedienbarkeit bei SAP, schwierig. Also, ich durfte neulich mal wieder in einer längeren Schulung sitzen, habe mal wieder ein bisschen mein Wissen aufgefrischt der SAP. Und ja, wir haben jetzt die Fiori-Apps, aber es bleibt komplex. Es ist nicht einfach und es geht auch nicht, weil es eben so viele Dinge abbilden muss. Es muss ja eine ganze Unternehmung mit all seinen Prozessen in allen möglichen Branchen abbilden können, so eine Software. Und man kann es per se nicht einfach sein. Also die wahrgenommene einfache Bedienbarkeit ist gar nicht so einfach zu ändern, aber es ist auch nicht der stärkere Faktor. Der Hauptfaktor, hat man herausgefunden, ist dieser wahrgenommene Nutzen. Jetzt sieht man hier nicht nur zwei Sachen, sondern noch ganz viele Felder außenrum, da das Perceived Usefulness. Und da gehen ganz viele Pfeile drauf.
Und da steht was von subjektiver Norm, Image, Jobrelevanz. Das sind so die Hauptfaktoren. Das heißt nicht umsonst nicht nur Nutzen, sondern wahrgenommener Nutzen. Der wahrgenommene Nutzen, das ist mein subjektives Empfinden und der speist sich komplett aus dem, was andere, nicht komplett, aber zu einem großen Teil, aus dem, was ich denke, was andere meinen. Also vor allem das Management. Also ich will ja, dass mein Bild nach außen in der Organisation, dass ich gut dastehe, dass ich einen guten Eindruck mache. Und dann gucke ich auf meinen Manager, was macht mir der oder die denn vor? Was für eine Einstellung, Haltung hat denn dieser Mensch zu dem Projekt, zu dieser Software? Und wenn ich da etwas Positives erlebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit so viel größer. Und wenn ich die Kommunikation höre, dass es wichtig ist, dass ich das auch mache und so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit so viel größer, als wenn es eben nicht so ist. Und das Management hat dann eben den zentralen Einfluss auf diesen Hauptfaktor. Und das ist hier nochmal beschrieben, dann Spukzeit dann später zum Nachlesen, auch wenn wir die Präsentation versenden. Kann man auch mal reinschauen. TAM-Modell kann man sehr googeln und findet tausend Einträge dazu. Ist also, wie gesagt, relativ bekannt. Gibt andere noch theoretische Ansätze, um das zu begründen. Und ganz praktisch hat sie auch Alice gerade schon mal erklärt. Es gibt noch einen anderen Punkt, der geht über das reine Schulungsthema hinaus. Wir reden hier über Schulung und Kommunikation. Alle, die sich im Change Management auskennen, haben vielleicht schon mal von den vier Change-Hebeln gehört. Und eine Veränderung gelingt dann, wenn 1, 2, 3, 4 hier auf dieser Übersicht quasi passen. Das heißt, ich brauche die Kompetenz und die Qualifikation, um eine Veränderung annehmen zu können. Das ist Aufgabe der Schulung. Ich muss eine gewisse Akzeptanz und Motivation und Unterstützungsgefühl entwickeln. Hier setzt das Change Management an. Aber das hilft alles nichts, wenn das andere auch nicht passt, wenn die Führung und die Organisation nicht zur Veränderung passt und wenn die Prozesse und die Rahmenbedingungen einfach objektiv nicht stimmen. Das heißt, das tollste Schulungsprojekt kann sich noch so abmühen, wenn der Rest Blödsinn ist, wenn die Prozesse nicht passen, wenn die Führung das nicht vorlebt, die Organisation nicht passt. Man kann auch ganz praktisch all das andere gar nicht mehr alles retten. Also alle vier Punkte gehören für eine erfolgreiche Transformation zusammen. Alice und ich sind Expertinnen und Experte für den rechten Teil. Das linke müssen andere machen, aber sie sollen dann auch ihren Job tun. Und das also als Appell, falls ihr Manager noch in der Runde sind, die auch an diesen Themen ansetzen. Wir sind mit unseren sieben Punkten durch, fast genau in der Zeit. Noch 2 Minuten haben wir. Und wir wollten noch ganz kurz sagen, natürlich sind wir hier von TTS auch in diesem Webinar, um zu sagen, dass wir auch sozusagen Services, Beratungsleistungen, Trainingsleistungen, all das anbieten, was wir hier quasi so gestreift haben als Anbieter. Und dazu will ich jetzt keine große Werbeshow, ging in 2 Minuten auch gar nicht mehr halten, sondern einfach nochmal aufzeichnen. Wir haben ein sehr komplettes Programm, ein vollständiges Angebot, das sich genau rund um solche Projekte strickt. Ich werde jetzt nicht alle diese Bestandteile hier erläutern, reicht mir die Zeit auch gar nicht mehr, nur kurz als Überblick. Wir haben diese Themen Transformation, User Adoption, also die auch weichen Themen, die Kombination aus Change und Schulung und all diese Themen zu berücksichtigen. Wir haben den gelben Teil, bei dem wir sagen, alle Schulungsleistungen von der ersten Planung, der Kalkulation, der Konzeption über die Change Impact Analyse der konkreten TNA bis zu den Durchführungen selbst machen wir gerne oder wir unterstützen auch einfach bei der Unterlagenerstellung. Es ist je nachdem, was Sie denn auch an Unterstützung brauchen, einfach nur ein Erstgespräch, ein unverbindliches Suchen. Sind wir natürlich gerne da. Das aber genug für den Werbeteil. Das passt jetzt auch, dass sich der Kollege eingeschaltet hat. Dennis, gebe ich wieder zurück an dich für die Q&A-Session. Zurück ins Ja, ganz Funkhaus. genau. Was war das? Zurück ins Funkhaus. Zurück ins Funkhaus, ganz genau. Sehr schön. Ja, dann starten wir doch mit Fragen. Wir haben hier Fragen, die reingekommen sind. Und hier wäre die erste. Können wir nochmal bitte an dieser 1 zu 10 Formel auf die zurückspringen und die nochmal kurz erläutern? Was braucht genau 10 Tage? Genau, Klaus, du am besten, ne? Ja, also wenn man jetzt in so ein Projekt reingeht und die Anfangskalkulation macht, es gewisse Richtwerte für bestimmte SAP-Prozesse oder früher sagte man auch Module, also wenn man jetzt weiß, dieses oder jenes wird eingeführt in so und so viele Sprachen, kann man grob auch schon Aufwände schätzen. Und bei der Aufwandskalkulation, bei der allerersten Schätzung, wenn man noch sehr, sehr grob überlegt, was für Aufwände sind es denn, kann man davon ausgehen, dass ein Schulungs-Content-Tag, und das ist ein vorzubereitender Schulungstag, den kann man dann x-mal halten, aber in etwa 10 Tage
Vorbereitung braucht. Da ist dann alles dabei, das Einarbeiten des Trainers, die Schreiben aller Unterlagen, das Schreiben der Übungen, die Anlage, die Datendefinition im System und die Abstimmung mit den fachlichen Ansprechpartnern. Und wenn also ein externer Trainer, eine Trainerin dann 10 Tage aktiv ist, um einen Schulungstag zu bauen, ist so die Pi mal Daumen-Regel, dass es quasi einen Tag einen internen, eine interne beansprucht. Also das ist dann zum Anfang, am Anfang vor allem der Wissenstransfer, Nachfragen, also diese besagte Online-Session, wie sind denn die Prozesse bei euch, kann ich mal ein Beispiel sehen und so weiter. Und dann am Ende die Abnahme der Unterlagen. Das braucht also für 10 Tage Aufwand. Und wenn man dann quasi irgendwie 10 oder 20 Schulungstage hat und dann Autoren einsetzt und die plant, kann man dem Kunden dann schon sagen, okay, wir brauchen ungefähr x Tage von eurem Kernteam für diese Aufgaben, damit man die internen Aufwände eben auch kalkulieren kann, wenn man sich externe Beratungspartner oder Trainingspartner ins Haus holt. Ich hoffe, das passt. Sehr schön, warten wir mal die Reaktion ab, aber ich gehe davon aus, bei so einer ausführlichen Antwort. Die nächste wäre, wo liegen für euch die Tücken im Brownfield-Ansatz von S4-Projekten? Sollte man sich nur auf die Änderungen konzentrieren oder die Gelegenheit nutzen, um nochmal alle Themen durchzugehen? Ich würde da gerne darauf antworten. Die Antwort impliziert schon, dass der Mensch ja sehr weise ist. Das ist die Tücke im Brownfield-Ansatz. Man schätzt falsch ein, man glaubt halt, man hätte nur Deltas, ist aber nicht so. Erkenntnisprozessprojekt. Der Ansatz an sich ist ja gut. Die Idee dahinter ist auch gut. Real habe ich beobachtet, es tauchen eben doch dann Sachen auf, die man im Laufe der Zeit anderweitig in Ordnung bringen will. Also man denkt, man macht nur Delta und stößt dann auf 1000 Dinge. Und dann kommt ganz oft also Feedback von allen möglichen jede Menge Leuten, mit denen ich gesprochen habe über all die Jahre, hätten wir es vielleicht doch gleich angepackt oder Mist, da haben wir nicht dran gedacht oder hätten wir die Prozesse doch gleich nochmal richtig aufgesetzt. Also das ist auch so eine Erkenntnis aus den ein oder anderen Projekten, dass ein ganz großer, ich sag mal, Lessons Learned Baustein ist, hätten wir die Prozesse doch lieber am Anfang nochmal konzeptioneller angefasst. Gerade bei den S4-Projekten ist das ganz oft ein Thema. Also das ist wirklich das, dass wir sagen, also dass wir bemerken, dass Kunden oft Brownfield planen, im Projektverlauf aber ein Stück von Brownfield wegkommen, weil wenn man schon so ein großes Projekt in Angriff nimmt, sich dann anbietet, vielleicht ein paar alte Prozesszöpfe abzuschneiden, ein paar Dinge neu und besser zu machen. Das ist das eine. Das zweite ist ja die Annahme, wenn ich Brownfield mache, ändert sich im Prinzip nichts. Und es gibt ja allein durch die vorgegebenen Systemänderungen, jetzt nehmen wir mal das EWM zum Beispiel oder nehmen wir mal die Geschäftspartner oder die Anlagenbuchhaltung oder so. Es gibt ein paar Dinge, die sich definitiv ändern müssen. Das heißt also, im Brownfield-Ansatz sollte man zumindest schauen, welche Bereiche dann trotzdem Schulung brauchen und vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und dann sollte man die Change-Impact-Analyse sorgfältig machen und dann großzügig diesen Bereich hat ein bisschen mehr schulen. Ja, sehr schön. Dann geht's weiter mit der nächsten Frage. Und die wäre, wie schafft man eurer Erfahrung nach im Top-Management Verständnis für die Rolle Key-User hier im Bereich Aufgaben, Fähigkeiten, Kapazitäten? Zu oft werden sie als einfache ProjektmitarbeiterInnen gesehen. Ja, verstehe ich. Sind sie nicht? Kommunikation hilft nichts. Einfach den Leuten wirklich sagen, was so ein Key-User macht. Da kann man ganz viel im Internet auch drüber finden. Also auch wir speisen unsere Vorträge aus allen möglichen Studien. Da können wir gerne Material zur Verfügung stellen, wo man sehr schön sehen kann, welche Rolle so ein Key-User hat, welche Schlüsselfunktion und das mit dem alles steht und fällt, dass ich den auch nicht verlieren kann, vor allem nicht in dieser Zeit, wo ich ihn nicht wieder beschaffen kann. Gibt es ganz viele tolle Zahlen, Daten, Fakten dazu, können wir gerne bei Bedarf zur Verfügung stellen. Hilft manchmal, wenn man einfach sagen kann, guck mal hier die Studie, da haben 1000 Leute die Erfahrung mitgeteilt, so und so viel Prozent der Leute haben die Erfahrung gemacht. Also das ist oft ganz nett auf einer Folie fürs Verständnis. Ich meine, emotional wissen die Menschen das, aber wenn sie es nochmal in Zahlen sehen, wenn man so sieht, 17% Change, 30% dies, 80% dies, Projekte sind zu 50% daran gescheitert, hat das oft nochmal eine andere Durchschlagskraft auch im Unternehmen. Unterstützen wir gerne mit Zahlen. Ich habe noch einen weiteren Punkt und zwar, was auch einen großen Aha-Effekt bringt, wenn man am Anfang eines Projektes das mal so ein bisschen durchkalkuliert. Das heißt, genau mit diesen
groben Kennzahlen mal arbeitet dran, okay, wie viel Schulung haben wir denn, wie viel Aufwand für dieses und jenes, wie viel sind die Key-User beim Testen, kann man eigentlich sehr schön hochrechnen und dann mal fragen, okay, habt ihr 100 Key-User oder so, oder haben die Key-User eben zwei Drittel der Zeit übrig. Also man kann dann sehr schön auf den Projektzeitraum genau diese vermuteten Aufgaben und die kalkulierte Dauer legen und dann geht den meisten Licht auf und sagen, ja, das geht ja eigentlich rein rechnerisch gar nicht. Wir müssen da irgendwas tun. Das hilft manchmal auch. Gut, und was halt auch Fakt ist, mit den eigenen Leuten reden, ne? Holt die Leute in einen Raum, die potenzielle Key-User sind, sein wollen oder sein sollen, und redet mit denen, und zwar möglichst in einer Art und Weise, die es ihnen möglich macht, ehrlich zu sein. Das ist nicht so simpel, weil man darf nicht vergessen, man ist in Unternehmen in hierarchischen Strukturen und die Menschen haben per se Angst, ihren Job zu verlieren. So, schafft Möglichkeiten für ehrlichen Austausch. Am Anfang. Sehr schön. Dann geht's weiter mit der Frage. Wir setzen bei uns schon fast alle Tools ein, bis auf die Digital Adoption Platform. Trotzdem fehlt häufig die Begeisterung, die bereitgestellten Tools zu nutzen, zum Beispiel LMS. Habt ihr Tipps, wie man diese erhöhen kann? Also beim Thema LMS, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. LMS sind ja nicht nur für SAP-Projekte da, sondern allgemein für Schulungsangebote. Und das ist ein Trend der letzten Jahre, dass LMS darunter gelitten haben, dass sie wenig Akzeptanz gefunden haben, weil sie meistens eben für Standard- und Pflichtschulungen, so hake das mal ab, genutzt wurden. Es gab in den letzten Jahren am Markt einen Trend, der hieß LXP-Systeme, das heißt also Learning Experience Plattform. Und solche LXPs wurden von einigen Unternehmen auf LMS draufgesetzt in der Hoffnung, damit also die Akzeptanz von LMS zu erhöhen. LXP zeichnet sich dadurch aus, dass es quasi neue Lernformen auch ermöglicht, auch ein bisschen so ein KI-basiertes Vorschlagswesen hat. Wer das gelernt hat, findet auch das interessant. Man hat auch zum Teil mal gesagt, das Netflix des Lernens. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema an sich. Bei SAP-Projekten zieht das alles aus meiner Sicht nicht so richtig, weil wir schlicht also die Notwendigkeit haben, bis zum Go Live dieses oder jenes zu lernen. Und da geht wahrscheinlich, also natürlich Maßnahmen der Kommunikation, des Changes, aber auch im Tracking. Das ist eine Pflichtschulung, muss bis dann gemacht werden, ist wahrscheinlich unvermeidlich, leider. Ansonsten gerne können wir uns nochmal austauschen, extra zu LXP-Systemen, das ein bisschen steckend wird. Alice, hast du noch eine Ergänzung dazu? Ja, das Tracking einfach, ne? Es hilft nichts, da muss man sich auch beschäftigen. Und dann ja in einem gesunden Maße, ne? Die Menschen nicht überfrachten mit digitalen Angeboten, gut begleiten. Sehr gut, meine Blended Learning-Konzepte haben sich schon bewährt, auch mit Corona, und die gab es ja vorher auch schon, aber mit Corona nochmal deutlicher. Eine gute Mischung aus digitalem Angebot und Echtkontakt zu Menschen funktioniert. Also ich kann Menschen nicht einfach nur mit digitalen Medien konfrontieren und alleine lassen. Das Ganze muss einen Rahmen haben. Das ist das Thema Tracking. Das muss ich mir halt mal genau angucken. Ich mal auf eine Art und Weise, die die Menschen, ich sage mal, jetzt nicht zu sehr unter Druck setzt und stresst, aber schon einen Rahmen vorgibt. Weil wenn es völlig egal ist, das macht dann auch keinen Sinn. Und dann ist eine gute Mischung aus, ich sage mal, tollen Lernformaten, die motivieren, aber auch noch Echtkontakt zu Menschen, ist immer eine ganz gute Empfehlung. Sehr schön. Dann schaue ich noch mal rein, ob noch weitere Fragen dazu kamen. Jawohl. Wie viel Zeit sollte zwischen Schulungen und Go Live sein? So wenig wie möglich. Das ist so eine. Es gibt ja die berühmte Vergessenskurve von Ebbinghaus, der hat ja nachgewiesen, dass man, kann man auch nachgoogeln, dass gerade bei IT-Schulungen irgendwie 80% in 2 Wochen vergessen werden. Ist natürlich arg krass, wenn man gut schult, kriegt man vielleicht ein bisschen mehr hin. Aber man muss versuchen, so nah wie möglich an den Go Live zu kommen, wie es geht. Es ist natürlich dann oft die Restriktion, wenn man klassisch trainiert, zum Beispiel, dass man sagt, man hat vielleicht nicht genug Schulungsräume oder Trainer, die gleichzeitig, und man kriegt das auch mit Schichtterminen und die können jetzt nicht einfach aufhören, die Mitarbeitenden jetzt ihre Arbeit zu machen. Da ist es manchmal wirklich eine Frage der geschickten Veranstaltungsorganisation. Aber so nah wie möglich und teile auch, und da kommt auch wieder diese Digital Adoption Plattform ins Spiel. Man kann sagen, dass man Training ein Stück weit reduzieren kann und sich auf die Kernprozesse also beschränkt und sagt, okay, einiges
von den Ausnahmen und was nicht so oft stattfindet, zum Beispiel in Ventura. Was soll ich jetzt in Ventura schulen, wenn sie dann im Herbst stattfindet oder so? Das findet ihr dann in der Online-Hilfe. Schaut da nochmal nach und da gibt es nochmal einen Online-Kurs dazu. Ja, und hier möchte ich auch echt nochmal eine Lanze brechen für die Vernetzung im Projekt. Denn hier ist das essentiell, weil was passiert in diesen Projekten? Das Problem ist eigentlich, dass eben die ganze Zeit noch an Prozessen gebaut wird. Währenddessen müssen eigentlich schon Schulungsunterlagen erstellt werden, damit das alles passend fertig ist. Und das hat eine gewisse Dynamik. Deswegen nehmt einfach von vornherein die richtigen Leute. Die Trainer müssen ja nicht, ich sag mal, zig Wochen da verbringen in den Meetings, aber nehmt sie von vornherein mit in die Workstream-Meetings, dass die Vernetzung da ist. Die können da Input leisten, die können helfen, die können aber vor allem viel mitnehmen, was dann später das möglich macht, dass man genau das schafft, passend zu diesem Zeitpunkt die Sachen bereitzustellen und eben nicht dann scheitert an, ist nicht fertig, weil die Vernetzung da ist zwischen, ich sag mal, dem eigenen Team, den Beratern, Implementierern, es gibt ja verschiedene Ebenen von Beratungspartnern in dem Projekt und eben denjenigen, die das Material für die User Adoption, für die Schulung zur Verfügung stellen. Einfach mehr integrieren, dann geht's besser. Sehr schön. Dann schaue ich noch mal, warte eine Sekunde, aber das sieht so aus, als wäre es das mit den Fragen, was ja auch ganz okay ist, denn 56 Minuten, wir haben fast 11 Uhr, also den Termin bis zum maximalen fast ausgereizt. In dem Sinne von meiner Seite vielen Dank an euch beide, vielen Dank an all die Teilnehmenden und dann lasse ich euch das letzte Wort. Ich dachte, das wäre Letzte schon das Wort. letzte Ich würde mich natürlich auch gerne noch verabschieden. Ja, Ja. auf jeden Fall. Alice, also, magst du? Ja, mein Lieblingssatz ist ja immer, alles kann, nichts muss, Kuchen geht immer. Fühlt euch frei, auf uns zuzukommen, wo wir helfen können. Wir freuen uns, wenn wir die Erfahrung einbringen können. Es sind viele Menschen hier im Call, das weiß ich, die auch helfen können in diesen Projekten, die ganz, ganz viel Erfahrung haben, auch zum Teil viel, viel mehr Erfahrung, als ich das jetzt habe. Ja, sucht euch einfach die richtigen Menschen aus. Das ist das Wichtigste für die Projekte. Sei es der Implementierungspartner, sei es der Change-Partner, sei es der Trainingspartner. Wisst, da kommt eine Menge auf euch zu. Traut es euch trotzdem und sucht euch die richtigen Menschen aus, die in der Lage sind, flexibel mit euch, hemdsärmelig, die Probleme zu einer Lösung zu führen. Dem kann ich gar nichts hinzufügen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und man findet uns auch auf LinkedIn oder über die TTS-Website. Genau, und jetzt nehme ich Tschüss. doch nochmal das letzte Wort für die Menschen, die es vorhin nicht gehört haben. Die Aufzeichnung gibt's im Nachgang. Jawohl.